ich habe keine, oder? Okay. Ich habe den Eindruck, dass angesichts der vielen Krisen die britische Regierungskrise gar nicht mehr auffällt. Und viele hier am Parkett in Frankfurt an der Börse haben abgeschlossen. Sie gehen davon aus, dass Halloween am 30. Oktober die Briten auch ohne Deal ausscheiden. Ich denke, die Hürden, jetzt noch zusammenzukommen, sind verdammt hoch. Beide Seiten, die EU und die Briten, liegen ja in Schützengräben und da sehe ich nicht, wie man zusammenkommen soll. Wenn es dann tatsächlich passiert, Ende Oktober, dann tut das noch mal weh. Aber was man so hört, die Banken, die Industriebetriebe haben sich darauf eingestellt und klar ist leider, diejenigen, die am meisten leiden werden, das sind die Briten.